Also man darf auf jeden Fall keinen Ekel haben vor Schädlingen. Das ist natürlich der Hauptpunkt. Ja, im Freundeskreis kamen da schon ein paar Witze, mal, ah, du Rattenfänger. Ich habe da echt mal einen Weg gefunden. Ich kann mir das auch vorstellen, noch bis zum Rentenalter zu machen. Hallo, ich bin Adrian, bin 27 Jahre alt, bin Schädlingsbekämpfer und komme aus Baden-Württemberg. Ich bin immer monatlich da und das Monitoring machen wir heute. Muss kontrolliert werden, dass halt keine Schädlinge auftreten. Da sind mehrere Fallen und da habe ich Giftköder dabei oder auch andere Köder. Und dann gucken wir nach, ob da jetzt ein Befall feststeht oder nicht. Okay, wir würden jetzt einmal reingehen zu den Kunden. Oh, alles klar. Gut, dir? Servus. Hallo. Hallo. So. Alles gut? Ich war soweit. Keine besondere Auffälligkeit. Keine besondere Auffälligkeit? Nein. Okay, perfekt. Das hört man immer gerne. Okay, wir würden jetzt einmal runtergehen. Hier im Keller haben wir Fallen installiert. Hier ist die erste Falle. Der erste Monitor, sagen wir dazu, als Fachbegriff. Und das ist eine Mottenfalle. Lebensmittelbetriebe kommt es öfter mal vor, Mehlmotten vor allem. Klar, wenn Mehl in der Nähe ist, da könnten jetzt Motten auftreten. Aber hier ist jetzt zum Beispiel gar nichts. Es ist so, bei jedem Monitor haben wir hier unseren Scanner. Und da haben wir so ein eigenes Programm. Und dann schreiben wir jetzt halt rein, kein Befall festgestellt. Wäre da jetzt ein Befall, dann schreiben wir natürlich Befall, so und so viele Motten, also 4 oder 5 Motten. Und welche Motte? Ich habe meistens Monitoring-Kunden, das ist ja monatlich. Da ist meistens schon ein Fixtermin, also keine Ahnung, am 15. April muss ich dahin, am 10. Mai muss ich dahin. Das ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Beobachten, kontrollieren, ob was auftreten könnte. Das heißt jetzt nicht, dass wir zum Kunden gehen und es ist akut was. Kann natürlich auch sein und dann leiten wir eine Bekämpfung ein. Also hier ist ein Schabenmonitor. Da befindet sich zum Beispiel ein Jungtier von der deutschen Schabe drauf. Genau, also wird wahrscheinlich hier die Mutter noch rumlaufen. Und jetzt schaue ich nochmal in der Ecke, ob da noch andere Merkmale sein könnten, ob hier Schaben sind. Hier zum Beispiel in der Ecke sind auf jeden Fall noch tote Schaben. Das Problem ist, das kann ich leider nicht verschieben hier. Aber mit dem können wir da leider nicht ran. Sie müssen auf jeden Fall weg, weil auch wenn eine Kontrolle hier ist vom Gesundheitsamt oder anderen, kommt es nicht so gut. Aber später gehe ich mit dem Chef nochmal her und schaue auf jeden Fall nach. Hier zum Beispiel ist auch der perfekte Hotspot, dass Schaben sich auffallen können, weil hier ist warm und feucht. Hier fühlen sich auf jeden Fall pudelwohl. Da hat sich mein Verdacht auf jeden Fall bestätigt. Ich handle jetzt auf jeden Fall. Ich gehe jetzt nochmal zum Auto und hole mein Schabengel und meine Fallen und dann werden wir das auf jeden Fall bekämpfen können. Das ist so ein bestimmter Wirkstoff, der wirkt halt gegen Schaben, dass sie sterben. Die fressen das und dann bringen die es halt ins Nest und dann sterben alle, weil die Kannibalen sind. Okay, dann werden wir wieder reingehen. Da habe ich hier meine Schabengelpistole, nennt sich die. Also der englische Fachbegriff ist Bait Gun, aber wir sagen umgangssprachlich Schabenpistole. Natürlich meine Handschuhe anziehen. Dadurch, dass ja hier Schaben in dem Monitor gesehen wurden, werde ich jetzt überall hier Schabengelpunkte setzen. Mit der Pistole. An jedem Hotspot. Genau, so kleine Punkte. Die erkennt man fast gar nicht. Die mache ich jetzt überall hier rein, wo sich Schaben gerne aufhalten. Also hier habe ich letztes Mal schon so eine Papierfalle für Schaben aufgestellt. Und siehe da. Einiges los. Dann setze ich mal hier wieder ein paar Gelpunkte. In alten Häusern ist öfter mal kann ein Schabenbefall entstehen, weil halt alles so alt gebaut ist. Also ich denke eher, das liegt an den baulichen Mängeln. An der Hygiene liegt es hier zum Beispiel gar nicht. Wenn man die Ausbildung abschließt, kann man eigentlich so gut wie alles töten, außer was natürlich unter Artenschutz steht, das ist verboten. Aber sonst ist man erlaubt, jedes Schädling zu bekämpfen. Das ist jetzt die letzte Falle, genau, eine Rattenbox auf dem Balkon. Wenn jetzt der Köder angefressen wäre, also dann ist auf jeden Fall Rattenbefall. Hier ist jetzt nicht so der Fall. Perfekt, also gehe ich nicht davon aus, dass hier Ratten sind. Da schreibe ich dann einfach in mein System rein, kein Befall. Mein konkreter Auftrag ist, den Kunden hier zu beraten, ob irgendwelche Mängel sind oder hygienische Mängel, bauliche Mängel, was sie vielleicht verbessern könnten, dass keine Schädlinge mehr hier auftreten. Und natürlich dadurch, dass sie auch hier überall unsere Fallen und Systeme aufgestellt haben, da schaue ich dann, ob da was sein könnte oder nicht. Also ich bin zum Monitoring hier. Aber natürlich, wenn sowas anfällt, dass da jetzt auf den Fallen was ist, dann muss man halt handeln.
Und das haben wir auch so abgemacht, dass ich dann immer handel. Okay, dann werden wir kurz runtergehen. Das war da hinten in der Ecke, aber ich bin irgendwie nicht dran gekommen. Ja, die müssen wir vorziehen, wir doch. Das wäre gut, wenn wir die vielleicht vorziehen können. Und ziehen die Papierpresse dann heute Nachmittag vor? Ja. Okay, machen wir. Und da brauchen wir auch ein paar Leute mit Muckis. Ja. Weil die ist ziemlich schwer und dann ziehen wir sie vor und gucken da hin doch. Dann bräuchte ich gerade wie immer hier die Unterschrift im weißen Feld. Perfekt. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Kann auch mal sein, dass man länger im Auto ist. Nochmal eine gute 2-3 Stunden hin und 2-3 Stunden zurück. Ist immer unterschiedlich. Aber heute ist zum Beispiel so, dass wir echt alles in derselben Stadt haben. Das passt halt gut. Ich habe in Mannheim erstmal die mittlere Reife abgeschlossen. Dann habe ich erstmal eine Ausbildung angefangen zur Fachkraft für Lagerlogistik. Habe die aber nach 2 Jahren abgebrochen und danach habe ich meine Ausbildung zum Hotelfachmann ausprobiert. Das habe ich auch abgebrochen und dann habe ich auf einer Ausbildungsmesse den Beruf, wo ich jetzt ausübe, kennengelernt, Schädlingsbekämpfer, und habe dort 3 Jahre die Ausbildung gemacht. Weil wenn man 3 Ausbildungen verkackt hat, dann will dich keiner mehr. Deswegen war der Druck dann schon höher, aber keine Ahnung, ich habe mich viel mehr wertgeschätzt gefühlt. Die Leute waren viel glücklicher, die haben einen viel mehr mal gelobt, die sind viel mehr entgegengekommen. Deswegen hat mir der Beruf viel mehr zugesagt. Der war auch viel aufregender als in der Lagerlogistik oder Hotelbranche. Jetzt fahren wir zum zweiten Kunden heute. Da wird auch wieder Monitoring durchgeführt, also monatlich. Interessant wird halt, letzten Monat war ich da und da war in der Reinigungsmaschine, da waren Schaben, also Kakerlaken. Muss ich mal schauen, ob die immer noch da sind. Hier war ein sehr starker Befall im Februar. Deswegen wundert mich das, oder ich bin auch glücklich, dass es jetzt weniger geworden ist, weil da waren die ganzen Fallen richtig voll. Und da sind dann auch wirklich Schaben auch rausgesprungen. Also die hat man direkt gesehen, akut. Aber es scheint sich erledigt zu haben, also es sieht gut aus. Wir haben ja keinen sozialen Beruf, aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen sozial, weil wir helfen den Leuten. Die Leute, die diese Produkte bekommen, sind glücklich. Also das macht mich echt glücklich, ja. Mittagspause. Früher bin ich öfter mal zum Bäcker gegangen oder auch zum Metzger oder irgendwas. Oder Döner. Aber ja, ich habe einfach gemerkt, es geht sehr ins Geld. Deswegen mache ich mir lieber was selber. Ist auch gesünder und man isst irgendwie nicht auf gut Deutsch eine Kacke oder Fastfood oder irgendwas. Das ist besser. Okay, Mittagspause ist zu Ende. Wir haben 13 Uhr. Ich fahre zum nächsten Kunden, zum nächsten Bäcker. Mal gucken, was mich da erwartet. Da wurde mal eine Maus gesichtet vor längerer Zeit und da wollen wir so Elektrofallen installieren. Und wir kriegen dann eine Benachrichtigung auf unser Programm, wenn da eine Maus drin ist. Hier ist ein Müllraum und da ist hier eine Maus umgesprungen. Da war ganz hinten noch älterer Mäusekot, der ist schon getrocknet aber. Und jetzt würde ich halt hier die neuen Funkfallen ausprobieren. Es gibt schon immer die klassischen Tunnelfallen mit 2 Schlagfallen integriert. Aber jetzt ist es so, die funktionieren mit Funk. Machen wir hier direkt mal eine. Hier kann ich echt eine aufhalten. Dann installiert man so Antennen für den Funk, dass man guten Empfang hat. Das macht einem alles nur einfacher. Man muss nicht mehr jeden Tag hierher kommen und kontrollieren und der Kunde auch nicht selbst. Man kann dann einfach die Benachrichtigung bekommen und man sieht dann, wenn was drin ist und geht vorbei. Also ich verdiene 3.000 Euro brutto monatlich, bekomme 2.050 Euro netto raus und dann bekomme ich noch 500 Euro ohne Abschläge Urlaubsgeld im Jahr. Und nach Hause komme ich dann meistens wie jetzt zwischen 16 und 17 Uhr. Meistens höre ich meinen Kunden so um 16 Uhr auf und dann ist halt das Problem mit dem Verkehr. Kann sein, dass ich dann gut durchkomme und bin um 17 Uhr zu Hause, aber kann auch sein, dass es halt ein Unfall war oder der Feierabendverkehr so schlimm, dass ich dann erst um 18 Uhr, 18.30 Uhr mal zu Hause bin. Wichtig ist immer natürlich, die Schuhe auszuziehen, gerade wenn so ein Schabenauftrag wie heute war, mit Kakerlaken. Weil nicht, dass man die in die Wohnung reinschleppt, dann ziehe ich die Schuhe immer von der Tür aus. Wie war mein Tag? Ja, war gut, viele Kakerlaken heute wieder. Also hier wohne ich auf 61 Quadratmeter.
und ich bezahle 600 Euro monatlich warm, Miete. Okay, mi amor, jetzt gehen wir essen, ne? Peruanisch, boah, ich hab auch sehr Hunger, ich freue mich schon, ja. Ich habe mein Auto 2020 gekauft und es hat 12.000 Euro gekostet, aber ich zahle das monatlich mit 250 Euro ab, bis 2025. Also wir mögen es immer zu reisen und woanders hinzugehen. Wir wohnen halt in der Pampa und da muss man halt immer auch weite Wege gehen, um was Schönes zu erleben oder Cooles. Also wir sparen gerade für die Peru-Reise im August. Wir fliegen nämlich im August nach Peru in ihr Heimatland, wie man unschwer erkennen kann. Und da gehen wir auch nach Bolivien noch auf eine Hochzeit von Freunden aus von Stuttgart. Und das Ganze kostet halt 5.000 Euro für beide insgesamt und da müssen wir halt viel sparen. Ich habe da echt meinen Weg gefunden. Ich kann mir das auch vorstellen, noch bis zum Rentenalter zu machen. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich zu begleiten als Schädlingsbekämpfer. Wenn ihr wollt, schaut euch nochmal hier den Müllmann an und hier den Anlagenmechaniker. Ciao, macht's gut.